Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ich bin der Baumer und im Hintergrund grölt er schon. Ein lustiger Dorfschreier. Dorfschreier? Marktschreier? Wie auch immer. Ein Pöbler, ein Pöbelmann. Den würde ich gerne bestechen. Denn in der letzten Folge war ich ja ganz schön durch. Nach einem ziemlich langen Wochenendstream war ich ziemlich am Boden und habe es nicht mehr geschafft, mich hier erfolgreich gegen die Wachen in dieser Stadt zu verteidigen. Und wollen wir mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Oh, hier ist ein Symbol. Sehe ich das richtig? Erstmal muss ich den hier wegräumen, denn oben links steht ja, wir werden gesucht. Weil unser Ruf so schlecht ist, will ich dem ein bisschen Abhilfe schaffen. Vielleicht komme ich hier an den Typen ran und kann ihm einen Obolus zustecken. Junge. Du, sag mal. Wir sind Kumpels, ne? Wir sind Kumpel, du und ich. Wow, der bringt aber viel. Loki sagt an. Hui, und da habe ich meine 500 wieder. Danke nochmal für den Tipp, dass man denen das Geld klauen kann, nachdem man es ihnen gegeben hat. Loki, vielen lieben Dank für den Host und willkommen bei Assassin's Creed. Was haben wir denn hier? Es wurde was in der Datenbank hinzugefügt. Was war denn das? Das hier. Das hier wurde hinzugefügt. Die Tokorektor, bla bla bla. Ja, ein historisches Gebäude, das es damals schon gab. Assassin's Creed lehnt sich ja gerne an die Realität an. Oh, da war ein Symbol versteckt. Da kommen wir aber nicht nochmal hin, hä? Das muss ich mir merken. Und immer wenn ich sage, das muss ich mir merken, heißt das so viel wie... Das kann ich mir nicht merken. So. Och nein, nicht ihr. Nee, nicht ihr schon. Nein. Ist gut. Boah, wie die mich nerven. Wie die Bettlerinnen im ersten Teil. Das war auch schon so ein. Oh, da brauchtest du echt Geduld. Nicht alle mich jagen wieder. Nein, pfui. Oh Gott, es fängt schon wieder an. Warte kurz. Ja, du verlierst mich schon nicht. Du verlierst gegen mich, so sieht's aus. Oh nein. Ja, mach schnell. Du musst schnell, aber ich verstecke mich mal. Ja. Oh, guck mal, hier war ich schon. Das ist schon eine gelootete Kiste. Gefällt mir ja. Ich warte hier noch eine Runde, trinke in aller Ruhe meinen Kaffee im Stroh. Warum liegt da Stroh? Warum sind hier Wachen, die mich töten wollen? Ich glaube, es geht schon wieder los. Da. Was ist das für ein da? Sind sie jetzt fertig? Sie sind fertig, ne? Ja, gut. Oh, Mann. Ich will... Oh, komische Kapuze. Du hast einen komischen Hals. Da steckt gleich ein Messer drin in dem Hals. Das ist so komisch, ne? Wo hängt denn das Plättchen hier? Wo ist denn mein Autogramm? Wo ist denn das? Auf der Karte wäre das hier irgendwo, aber die hängen die ja an den unmöglichsten Orten auf. Nämlich genau da, wo sie effektiv niemand sehen kann. Kann ich da... Och, ja, ich weiß, äußerst merkwürdig, dass jemand über Dächer klettert. Deshalb sind ja auch überall Wachen unterwegs, ne? Es ist ja laut Bandansage per se nicht verboten, nicht wahr? So habe ich das mal gehört, hat einer in der Straße geschrien. So, irgendwo hier muss doch so ein Zettel hängen. Hier oben vielleicht. Oder da unten, oder hier... Wo ist der denn? Guck mal, auf der Karte, da ist einer. Hier ist irgendwo, ist einer. Ja, mit Butter bitte, aber zum Mitnehmen. Pack's mir ein, danke. Hep! Wo ist denn der, wo ist er denn? Ist er hier drüben? Da drüben? Was? Genau, hier, wir suchen diesen Mann. Also wenn Sie gerade über Dächer klettern oder aus Ihrem Fenster im dritten Stock schauen, dann schauen Sie bitte, wir suchen genau diesen Mann. Jetzt nicht mehr. Endlich! Ja, ich kann jetzt verrückten Scheiß machen, ohne dass man mir dafür gleich den Kopf abschlagen will. Ist das nicht schön? Das ist eine wunderbare Welt, in der ich sowas darf. Guck mal hier, ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Gerade eben wolltest du mich noch töten und jetzt darf ich sowas machen. Hey, du fasst mich auch an. Wir fassen uns alle an. Ihr seid Knorke, du bist Knorke, ich bin Knorke. Alles Knorke. Guck mal, was ich kann. Weißt du, das kann ich jetzt einfach so machen. Das kann ich jetzt jederzeit tun. Es ist wunderbar. Es ist wunderschön.
Er hat Überhang, sagt er. Ist das es ist unglaublich. Wunderschön. Was bewachst denn du da? Ist da eine Kiste drin? Lass mich... Ja, also hast du die Hinrichtungen verpasst? Schade. Sie vermitteln eine Botschaft. Und zwar keine, die du gerne aus erster Hand erfahren willst. C? Komm, C? Freunde. Ja, ja, C. Fliegen. Nehme ich mit die mit? Nein, die brauche ich nicht. Salve. Salutatemi messer Ugo. Genau, sag ich auch immer. Salutatemi messer Ludov. Ein paar Huren. Oh, da ist noch was mitnehmen. Oh, wie kann man einen schönen Abend mit Butter essen? Naja. Naja, mit Butter halt. Also, einen schönen Abend mit Butter essen kann man nicht ohne Butter. So viel steht fest. Ah, das heißt bestimmt, hier gibt es saftige Tomaten. Ich habe statt anheuern gerade echt anhuren. Nicht du, nicht schon wieder du. Du bist so nervig. Du bist überall und du hast lauter Klonkrieger, die dir helfen. Kann ich die mitnehmen eigentlich? Nein. Ja, ich habe gewonnen, ne? Ich bin voll toll. Es wird Zeit, dass ihr mich ein bisschen belobjubelt. Ich stehe noch eine Weile hier. Dürft ruhig klatschen. Ne? Kann wenigstens einer klatschen? Naja, die Huren haben geklatscht. Das sollte reichen. Auch wenn ich es von denen irgendwie nicht so wirklich ernst nehmen kann. Da habe ich auch schon... Was habe ich denn hier schon alles für Kisten aufgemacht? Wobei ich war hier permanent auf der Flucht in diesem Ort. Und habe trotzdem alle Kisten irgendwie mitgenommen. Das ist schon recht genial. Da kann ich mir mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, wenn die mich mal durchlassen würden. Danke. Baume sollte nicht Knorke, sondern Borke sagen. Borkator klingt auch nach einer geilen Band. Die Holzköpfe. Ja, das passt sogar irgendwie. Da ist eine Feder. Oh, wie schön. Komme ich da ran? Ich komme da ran. Die Frage ist, wie? Kann er hier hoch irgendwie? Nein. Ich finde es aber toll, wie er da hängt und guckt. Kann ich hier hoch? Ja. Okay. Das ist schon mal gut. Und dann noch ein Stück. Ach so. Kommst nicht rum. Ja, das ist doof. Kommst da nicht hoch? Was? Du armer Mann. Oh, die Türme sind hier so kompliziert zu klettern. So umständlich. Kommst da nicht hoch? Mach mal hops. Mach hops. Ein Assassinenmann. Hier um die Ecke komme ich auch nicht rum. Komm ich denn hier hoch? Das sieht gut aus. Boah. Das ist ja echt ein Aussichtsturm. Da muss man es sich ja verdienen, raufzukommen. Wie gemein. Ich krieg doch gerne alles geschenkt. So, jetzt muss ich da hoch. Boah, wow. Darüber. Noch ein Stück. Und dann sind die auch noch wirklich verdammt hoch, muss ich mal sagen. Das ist sehr schön, die haben wir. Und jetzt ganz nach oben. Wollen wir heute ein bisschen Hauptquesten? Eigentlich müssten wir ein bisschen Hauptquesten. Ich habe ja am Samstag nur gesidequestet wie ein Verrückter. Und ein Plakat müsste ich auch wieder einsammeln. Wir sind schon wieder bei halber Suche. Warum? Weil ich so einen Minnesänger verprügelt habe? Ich dachte, das gehört jetzt zum guten Ton. Eigentlich müssten sie mir dafür wieder ein bisschen guten Ruf geben. Guck mal, der Baume jagt die Assis aus der Stadt. Das ist doch eigentlich super. Oh, endlich. Na bitte. Boah, wozu sind die überhaupt gut, diese hohen Türme? Wolkenkratzer wurden doch noch gar nicht erfunden. Also sie versuchen es trotzdem. Naja, treff gut so lang. Ich habe wirklich lange nicht mehr Gitarre gespielt. Außerdem, erst recht, wenn ich selbst Gitarrespieler bin, darf ich die erst recht verprügeln. Stell dir mal vor, ich würde die verprügeln, obwohl ich selbst keiner bin. Dann hieß es noch, ich hätte was gegen Gitarrenspieler. Aber so kann ich ja sagen, nein, nein, ich bin selber einer. Ich finde die einfach nur so scheiße. Dann ist es auch nicht irgendwie rassistisch oder so. Immer diese Gitarrenrassen, kennt ihr die? Vergesst furchtbar. Die Märchen über Ehre und Romantik. Romantik. Meins. Wie macht er das nur? Ja, indem ich da mit der Hand mich dran festhalte und dann ruckhaft dran ziehe. Das ist wirklich krass, das solltet ihr mal probieren. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Ach, und über euch habe ich mich tatsächlich mal schlau gelesen, mit euren lustigen Masken. Also eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, ist es ja Quatsch, dass der hier einfach so rumsteht. Aber das ist tatsächlich so, diesen... Ärzte, die haben das getragen,
um sich selbst vor der Pest zu schützen. Den Job, Leute mit Pest zu heilen oder versuchen zu heilen, der war damals eigentlich nicht sehr beliebt. Den haben eigentlich nur junge, unerfahrene Leute gemacht, die so ein bisschen quasi berühmt-berüchtigt werden wollten. Oder halt eben Ärzte, denen man verdammt viel gezahlt hat. Aber normalerweise, wenn irgendwo die Pest ausgebrochen ist, haben auch die Ärzte alle das Weite gesucht. Die wollten damit nämlich überhaupt nichts am Hut haben. Und die, die da waren, haben sich diese Masken gebastelt, um sich ein wenig davor zu schützen. Und in diesem Schnabel waren quasi Kräuter drin. Oder teilweise auch Essig, oder da gibt es verschiedene Aussagen. Wahrscheinlich auch wurde das verschiedene Sachen praktiziert, um sich vor diesem Gestank auch ein bisschen zu schützen, vor diesem Fäulnisgestank, um sich vor den Keimen zu schützen. Und der Schnabel ist unter anderem deshalb zu lang, um die Patienten auch auf Abstand zu halten. Dass die einem nicht irgendwie ins Gesicht langen oder was weiß ich, habe ich gelesen. Außerdem hatte das den Effekt, und ich glaube nicht, dass das Absicht war, dass die Ärzte halt eben schon von Weitem erkannt wurden von den Leuten. Und die wussten, ach du Scheiße, da ist ein Pestarzt. Also so die in der Lage waren wegzurennen, sind dann gerannt. Und das hatte quasi einen Quarantäneeffekt, dass die, die noch halbwegs gesund waren, das Weite gesucht hatten und nicht mehr von den Kranken angesteckt werden konnten. Insgesamt, alles in allem, ist diese Maske ein ziemlich geiles Ding. Aber wenn das stimmt, dann könnte der hier nicht so auf dem Markt stehen und seinen Scheiß verkaufen, weil dann wären die Leute, die hier gerade langlaufen, alle schon längst hinter sieben Bergen verschwunden. Oh mein Gott, die Pest ist da. Also eigentlich müsste er sie abnehmen. Das ist Quatsch, dass er die aufhat. Ich finde sie trotzdem cool und wir kaufen gerne bei ihm ein, denn er ist sowas wie ein mittelalterlicher Hipster. Wir brauchen noch Gift? Nein, haben wir nicht. Ich bin meistens hier, falls ihr noch Hilfe braucht. Meistens, ja. Wenn du nicht gerade zufällig woanders bist. Gut, nein, tut mir leid. Ich wollte eigentlich gerne mein Geld bei dir lassen, weil du eine tolle Maske aufhast, aber ich habe leider alles voll. Vor allem die Hosen. Was machen wir denn jetzt hier? Ich wollte auf Türme klettern, wollte Zeit questen. Die rechte Hand! Und dein Kinn! Und dein Arsch! Wo ist dein Arsch? Weichei! Steh auf, Mann! Nein, er will nicht, Willst du streiten? Hä? Willst du Beef, ne? Willst du Beef? Ich ruf Bushido an, der kommt vorbei. Ich fass dich an. Hä? Gefällt dir das? Gefällt dir das? Wie ich dich anfasse? Ich kann dich auch woanders anfassen. Also ich meine hauen, ich meine hauen. Ja, komm. Entschuldigung, Jungs, ich darf euch anfassen, ich habe hier einen guten Ruf. Euch auch, ich darf euch alle, vor allen Dingen beklauen, hey. Was, nur ein Fünfer? Okay, die in den Lumpen beklaue ich nicht nochmal. Es sei denn, es bietet sich an. Kann ich mal kurz durch? Entschuldigung. Hilfe, Willkommenheitszeug. Wo ist denn unsere Hauptquest? Ich folge mal den Ausrufezeichen. Ja, ich will auch nur heilen. Mich selbst heilen. Unterricht mit Baume, Bildungsauftrag erfüllt. Ja, siehst du mal. Hurra, hurra, die Pest ist da. Heute bin ich wahrhaft gesegnet. Oh ja, du bist gesegnet, weil ich bei dir einkaufe. Was hast du denn da? Oh, das ist billig. Das nehmen wir. Ich nehme alles, was billig ist. Ich bin nämlich ein Sammler. So, das nehmen wir auch. Nie wieder ein Schatz, der uns durch die Lappen geht. Bilder für unser Grundstück. Oh, das ist billig. Das nehmen wir. Alles, was billig ist. Trolle, nicht so bemüht. Nicht so bemüht. Der Baume, gibt es noch Assassinengräber in der Umgebung? Ja, hier könnten welche sein. Das ist eigentlich auch so der Grund, warum ich hier überhaupt unterwegs bin, um ein paar Aussichtstürme mitzunehmen, um hoffentlich das ein oder andere Grab zu finden. Aber ich habe gerade etwas anderes erspäht. Oh ja, Wert plus, was? Wie viel? 48, warum? Wie viel ist das in Gold? Ja, ja. Oder Sünder, die sich die heißen Fotos von der... ich will jetzt lieber keinen Namen nennen. Wo ist denn die Kohle? Yeah, sag mir, wo die Kohle ist. Da oben? Ich will da nicht nochmal rauf. Nee, die sind voll kompliziert hochzuklettern. Das ist mega anstrengend. Geh ich nicht hoch. Krieg ja Muskelkater. Huch. Du solltest nicht den ganzen Weg runterplumpsen. Nur so ein bisschen. Lassen wir das mit der... Oh, hier ist aber noch ein Flugpapier an der Wand. Irgendwo. Wo könnte das sein? Hier drüben? Nee. Hier drüben? Ja.
Die spannen die wahrscheinlich auf den Bogen und feuern dann mit dem Bogen einfach irgendwo hin. Hep. Nibbelbann. Was? Nibbel? Wo war ein Nibbel? Hab ich einen Nibbel blicken lassen? Ja, ich bin schon... Guck, wie ich weg bin. Unglaublich. Noch ist er hier. Jetzt ist er fort. So, ich habe mal wieder meine verborgene Klinge ausgewählt. Ach so. Wo wollt ihr hin? Ich guck mal auf die Karte. Wir haben hier noch sehr, sehr viel zu erkunden. Aber das da sieht erstmal interessant aus. Erinnerungsanfang. Alles klar, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Und wir werden unterwegs wahrscheinlich noch genug Zeit haben, den ein oder anderen Turm zu besteigen. Genau hier. Guckst du hier. Pass auf. Ich stecke da mal einen Finger rein. Meine persönliche Hauptquest, Alter, hier ist Rüstung. Wir sind ihr wieder einen Schritt näher. Das ist schön. Und es sind erst 15 Minuten rum. Oh nein, ein Wasser-Dungeon. Wasser-Dungeons sind immer scheiße. Schon seit Super Mario Teil 1. Auf zu piepen, du doofes Handy. In fort mit dir. Den Torre Grossa anfiltrieren und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Das kann ich. Was hängt denn da drüben? Was ist denn das? Wie komme ich denn hin? Neuer Status gesucht. Die Wachen sind in höchster... Aber ich habe so hart daran gearbeitet, nicht mehr gesucht zu werden. Ui. Wow, wie weit kann er denn springen? Das ist ja beneidenswert. Spring! Hui. Wahnsinn. Hauruck! Oh, hoffentlich ist das nicht so ein Kletterding. Dieser eine Tempel war ja unglaublich viel zu klettern. Das war echt krass. Das scheint mehr so ein Schleichding zu sein. Da war eine Wache. Sieht alles sehr verwinkelt aus. Da wollen wir mal leise sein. Leise. Da ist eine Wache. Ich kletter mal nach hier oben. Vielleicht können wir den ja umbringen. Ich wünschte, man könnte sich irgendwie ducken oder so. Das war ja unglaublich Ninja-like. Mann, bin ich gut. Ich bleib hier einfach eine Runde. Hi. Komm mal her, ich würde dich gerne ins Wasser ziehen. Ah, nee, da gehen sie weg. Gut. Ich probiere das mal, da durchzukommen, ohne einen zu killen. Das wäre krass. Es wäre nur irgendwie schön, wenn er sich irgendwie noch irgendwie mal ducken würde vielleicht. Ein bisschen schleichen oder so. Ist das ducken? Aber nee, das ist Rennen. Das ist Rennen. Da bin ich äußerst auffällig im Rennen. Ich kenne ihn. Laju! Fuck. Schneller, auf ihn. Luisa, dann probieren wir es eben anders. Wir lassen uns einfach von ihnen umrennen. Das wird sie irritieren. Kann er hier zufällig hoch? Nee. Ich probiere es jetzt nochmal. Ein Glück gibt es hier keine Leben. Schneller, verdammt, er entkommt. Wieso hängt er sich dort dran? Auf jeden Fall kann ich sie so ein bisschen verwirren. Nein! Er klettert aber auch überall hin, wo man nur irgendwie hochklettern kann. Hep. Klappt das nochmal? Ich bin weg, du siehst mich nicht mehr. Ich bin unsichtbar. Ich bin ganz woanders. Schöne Stiefel. Ich glaube, die behalte ich. Du könntest mir auch auf die Finger treten, ne? Guck mal, ich bin gar nicht mehr da. Ich bin eins mit der Wand. Vector, aus dem Weg! Ja, okay.
Was? Gut, gut. Es wird Zeit, dass wir diese Engine ein wenig testen. Siehe da, wir sind an Kanten also unsichtbar. Das sollten wir vielleicht nutzen. Was? Die heißen Madonnenbilder in den ausgehöhlten Ausgabe von der Bibel. Was in der ausgehöhlten? Okay, vielleicht sollte ich die doch alle umbringen. Aber ich will nicht. Ich will nicht. Ich will die nicht alle umbringen. Das wäre voll gemein. Guck mal, die gehen jetzt alle wieder auf Posten. Der da kommt zum Beispiel gleich wieder um die Ecke. Was? Wie? Was? Wie? Was? Warte. Kommt der jetzt hierher? Der kommt doch jetzt wohl nicht etwa wieder hierher. Die sind mir ein bisschen zu... Oh, oh. Ja, wo ist er hin? Oh mein Gott, hier ist nur eine Treppe, die ewig weit irgendwo hinführt. Was? Wie? Hä? Was? Warum die Kap... Laju, das ist... Ja, okay, gut, dann bringen wir sie halt um. Bringen wir sie halt, so eine Scheiße. Die sehen mich ja immer. Vielleicht kriegt man das auch hin, ohne gesehen zu werden. Mhm. Auf jeden Fall sieht dich keiner mehr wieder. Sehr schön. La 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 la. Ach fuck! Wieso springt er denn dann nicht auf das Ding rauf und dann sollte er eigentlich hier rüber? Okay. Gut. Mann, ist das doof. Jetzt komme ich mir total cheap vor. Die haben ja nur 3 Flocken bei sich. Das bringt ja gar nichts. Aber deinen Säbel kann ich mir sicher mitnehmen. Der sieht interessant aus. Okay. Was bist du? Ach, mit dir soll ich gar nichts machen. Warte, jetzt hat er den... Okay, gut. Ich dachte, ich sollte da an dem Ding ziehen. Na gut, okay. Dann gehen wir mal da drüben lang. Soll ich hier hoch? Ich glaube, ich soll hier hoch, hä? Lässt er das Ding dann fallen eigentlich? Ja, das lässt er fallen. Schade. Hep. Zack. Nimm mal Rauchbomben. Die haben wir ja auch. Nee, ist nicht mein Stil. Stimmt, Rauchbomben wären natürlich extrem Ninja gewesen. Rauchbomben. Aber da weiß ja jeder, dass wir da sind, wenn wir eine Rauchbombe zünden. Hm. Weiß nicht. Ich denke auch nie an Granaten in Spielen. Ich würde es schaffen, wenn mein Kumpel mich nicht die ganze Zeit angebrüllt hätte, dass ich mal eine Granate benutzen soll. Oder wozu ich mir überhaupt die geilen Granatenmods immer drauf ziehe. Dann hätte ich, glaube ich, Borderlands gespielt, ohne auch nur eine einzige Granate zu werfen. Und so genauso ist es hier mit Rauchbomben irgendwie. Ist ja auch so ziemlich das Gleiche. Vielleicht kriegen wir auch noch Granaten. Wenn es Rauchbomben gibt, dann ist das gar nicht mal so ein abwegiger Gedanke. Wo ist denn hier eine Wache? Hier soll eine sein. Angeblich stehe ich hier gerade auf dem Kopf. Stimmt, da oben. Ups, zieh schon hoch, Junge. Oh, der hat einen Hammer. Ich wollte schon immer mal einen Hammer haben. Komm mal her. Nein! Ach, wieso hat er denn wieder die Fäuste ausgewählt gehabt? Man muss sich drauf achten. So, nimm mal den Hammer. Damit würde ich gern mal wen verhauen. Ich habe keine schweren Hiebe? Okay, das wusste ich gar nicht. Gerade mit dem Hammer würde sich das doch lohnen. So, dann haben wir mal hier drüben noch... Da ist ja eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Warte mal. Wie komme ich denn zu der Truhe? Da ist ein... Schalter? Da hinten ist so eine Art Weg. Da lässt er den einfach fallen. Ich guck mal, ob ich da rüberkomme. Das sieht gut aus. Geheimbereich entdeckt. Nice. Boah, plötzliche Kamerawechsel sind. Ja, genau so hat sich der Schaffer das gedacht. Dass du da dich drauf stellst. So eine. Fuck! Wie soll man das machen? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Wie wär's mit? Wir finden es raus. Zack, zack.
Zack. Nee, 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 nee. Huch, na, na, da la, ja, ja, genau. So, sind wir hier da hin? Genau. Schmeiß doch ein Schallbattery. Da muss ich erstmal jemanden fragen, ob er mir den ausleiht. Heps. Er ist ein bisschen verspielt. War im ersten Teil ja auch. Was so die Steuerung betrifft, er klettert doch an sehr vielen Sachen lang, wo er eigentlich gar nicht lang klettern soll. So, wie mache ich denn das jetzt? Kann ich jetzt hier einfach drauf zugehen und sagen, mach mal, halt dich da mal fest, Junge? Ah, warte, so geht's. Und dann wieder nach oben. Okay, okay. Ja, man muss erstmal einen Schritt nach unten machen, bevor man zwei nach oben machen kann. Merken? Merkt ihr das, Baume? Merkt ihr das, Baume? Baume, du merkst dir das doch eh nicht. Gut, war doch gar nicht so schwer. So, wehe, das hat sich nicht gelohnt. 250 Flocken, sehr schön. Sehr schön. Zack, Abkürzung. Timer, Baume, Timer. Sehr gute Idee. Mach ich gleich. Wir gehen nur noch in den nächsten Abschnitt. Danke, Loki. Eine Bibliothek. Jetzt müssen wir erst recht leise sein. Boah. Voll geil. Voll viel Platz zum Klettern. Von Kronleuchter zu Kronleuchter. Ich nehme mal einen Drink. Gut. Dann verstecken wir uns hier drüben. Und weil wir in der Bibliothek sind, moderiere ich mal ganz leise ab. Ich hoffe, es war halbwegs informativ. Es ist zwar nicht viel passiert, diese Folge, aber ich habe euch mal versucht, über die Pestmasken aufzuklären. Das könnt ihr auch gerne nachlesen, hier in der Bibliothek ist bestimmt ein Buch. Falls ihr keine Bibliothek in eurer Nähe habt, könnt ihr es auch googeln. Bei Google dürft ihr auch normal weiterreden. Die haben so eine Art Schalldämpfer. Und da sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn wir uns die Assassinenkammer hier mal anschauen werden. Ich weiß gar nicht, was die Wachen hier machen. Das ist ja schließlich geheim. Hier kommt man ja nur rein, wenn man Assassine ist. Aber ich habe mir das nicht ausgedacht.